Ich bin Felix, komme aus Münster und bin seit 2012 bei der antifaschistischen Linken Münster. Ich bin Rosa, ich komme auch aus Münster und ich bin jetzt auch seit ein paar Jahren auch dabei. Genau, und unsere Gruppe gibt es seit mittlerweile 2008, also jetzt so gut 12 Jahre. Wir sind eine klassische antifaschistische Gruppe, das heißt, wir beschäftigen uns in und um Münster mit der extremen Rechten und versuchen dieser ihre Räume zu nehmen, das heißt, sie in allen ihren Aktivitäten einzuschränken, ihre Akteure und Akteurinnen bekannt zu machen und sie daran zu hindern, was sie sonst tun, nämlich mörderische Hetze verbreiten, Menschen angreifen oder sogar Menschen töten. Antifaschismus ist für uns eine Grundhaltung. Das heißt, das ist sozusagen ja, eine Grundhaltung, die wir mit uns tragen. Das heißt, es ist feministisch, progressiv, antirassistisch und bedeutet eben nicht nur, irgendwie Demos zu organisieren, auf Probleme aufmerksam zu machen, was ein großer Teil davon ist, sondern eben auch uns mit unseren eigenen Rassismen und Vorurteilen, die wir in uns tragen, immer wieder neu auseinanderzusetzen, da wir ja auch Teil eines Problems sind oder vom Problem sind und aber auch Teil der Lösung sein wollen. Und ja, es ist eine Grundhaltung, mit der wir durchs Leben gehen. Die Situation aus antifaschistischer Sicht ist in Münster eigentlich ganz gut. Das heißt, wir haben derzeit wenige aktive Nazis, keine wirklich organisierte Neonazi-Szene in Münster. Die AfD liegt nach der letzten Kommunalwahl noch mal umso mehr ziemlich am Boden. Das heißt aber nicht, dass es nichts zu tun gäbe. Also auch in Münster gibt es Rassisten und Rassistinnen, gibt es Antifeministen, Antifeministinnen, die aktiv sind, gibt es Burschis, gibt es andere reaktionäre Kräfte. Das heißt, wir haben hier genug damit zu tun und es ist auch nicht so, dass nur weil es hier keine organisierten Neonazis gibt, es nicht hier immer mal wieder welche geben würde, die auftauchen würden und uns zu tun geben würden. Das ist ein Erfolg von vielen. Es gibt in Münster seit ungefähr 2015 einen ganz breiten Widerstand gegen die AfD, der aus vielen gesellschaftlichen Gruppen, aus politischen Initiativen bis hin in die Parteien getragen wird. Und gerade halt auch über das Bündnis Kein Meter den Nazis in Münster mit großen Protesten und auch immer wieder mit Pressearbeit oder aber auch von Gruppen wie uns durch antifaschistische Recherchen unterstützt wurde. Und der Erfolg, dass die AfD diesmal wieder so abgeschmiert ist bei den Kommunalwahlen, das ist wirklich der Erfolg von ganz vielen, getragen auf ganz vielen Schultern und Händen. Da würden wir gar nicht eine Gruppe oder eine Initiative oder eine Aktionsform hervorrufen, sondern sagen, das ist halt Ergebnis von einem breiten Konsens und einem stetigen antifaschistischen Protest auf allen Ebenen. Und dafür kann man an so einer Stelle auch mal Danke sagen. Also erstens mal würde ich sagen, so dieses Konstrukt einer Mitte der Gesellschaft erschließt sich mir nicht. Ich finde es total, also ich finde es sehr seltsam zu sagen, naja, ganz außen ist der Faschismus und dann ist auf der anderen Seite irgendwie der Antifaschismus. Das heißt ja, in der Mitte ist ein bisschen Faschismus okay. Oder, also wie viel Faschismus ist denn okay? Wie viel Menschenverachtung ist okay in der Mitte? Deshalb würde ich schon mal sagen, dass dieses Konstrukt der Mitte für mich ja, keinen Sinn ergibt. Und Sarrazin und Co. würde ich erstmal in diese Mitte, die wenn es die denn gäbe, schon mal nicht setzen, weil die sich klar menschenverachtend äußern. Und um mal so das Wort von einem Salonfaschisten zu benutzen, das Problem liegt da, dass sie viele Sachen, also dass sie es schaffen, teilweise es zu normalisieren, menschenverachtend öffentlich sich zu äußern, dass sie es normalisieren, dass Menschen diskriminiert werden. Nein, so, das ist nicht okay. Minderheiten oder auch wenn es sich nicht mehr um Minderheiten handelt, Menschen abzuwerten. Und auch nicht, wenn ich das rhetorisch gut mache, sondern das ist nie okay. Also wir finden Gewalt nicht cool. Gewalt ist nie cool. Wir erkennen aber an, dass das in bestimmten Situationen für Menschen notwendig sein kann. Und dann noch zu diesem Vergleich.
wir stehen für etwas und nicht gegen etwas. Und wir stehen für inklusive Gesellschaft und nicht für eine exklusive Gesellschaft. Und meine Perspektive ist weiblich, weiß, deutscher Pass, also ziemlich privilegiert. Und ich möchte nirgendwo leben, wo es nur Leute gibt mit dieser Perspektive, weil das völlig unrealistisch ist. Und ich glaube, dass da ein großer Unterschied liegt, dass ich möchte, dass andere Perspektiven und Menschen Platz haben. Bei Nazis haben keine Perspektiven Platz, die sie sich nicht vorstellen können. Und Nazis vehement versuchen, sich selber durchzusetzen. Ganz klar weder noch, also wir schützen keine Verfassung an der Stelle, aber wenn es darum geht zu fragen, wer schützt vielleicht eine Gesellschaft oder Menschen, die schutzbedürftig sind in einer Gesellschaft vor der extremen Rechten, Neonazis, Rassistinnen etc., dann ist es ganz klar die Antifa, weil wir auch sagen müssen, der Verfassungsschutz, die Geschichte vom Verfassungsschutz ist eine Geschichte des organisierten Staatsversagens, so, das hat nicht erst der NSU-Komplex oder die diversen Geheimdienstskandale seit den 50er Jahren gezeigt. Und der Verfassungsschutz sagt halt, wir behalten diese Leute im Blick, was heißt, wir bezahlen sie und schützen sie vor Strafverfolgung. Lokale oder überregionale antifaschistische Initiativen holen die Machenschaften von extrem rechten Netzwerken ans Licht, benennen klar die Zusammenhänge und wenn ihr uns fragt, wen ihr fragen solltet, wie es mit der lokalen oder regionalen extrem rechten aussieht, fragt immer eure Antifa und nicht den Verfassungsschutz. Ich wünsche mir für Münster ein autonomes Zentrum. Das fände ich sehr, sehr cool, wenn es das klappen könnte. Dann natürlich auf jeden Fall, dass die AfD völlig aus dem Stadtrat rausfliegt und auch bei den Bundestagswahlen vernichtend geschlagen wird. Dann vor allem, also wo es ja auch schon viele Initiativen gibt, dass diese Kriegsdenkmäler, die über die ganze Stadt verteilt sind, einfach unsäglich sind und dass die Stadt da etwas unternimmt und nicht nur irgendwelche symbolischen oder nicht mal symbolischen Beschlüsse unternimmt, sondern dass eben sichtbar ist, dass hier keine Kriegsverbrechen geehrt werden. Genau, und sonst Grünflächenspielplätze und natürlich jetzt mit dem Rat, der gerade neu ist, progressive Politik im Rat und zwar von Menschen im Rat, nicht nur für Personengruppen, der sie selber angehören, sondern vielleicht auch mal mitdenken, dass es auch Personengruppen gibt, die nicht persönlich im Rat repräsentiert sind und deren Perspektiven genauso berechtigt sind und vielleicht auch vertreten werden sollten. Bei uns mitmachen kann man erstmal so gar nicht. Wir sind eine geschlossene Gruppe, die auch einfach ja mittlerweile über Jahre gewachsen ist. Wenn wir neue Leute in die Gruppe holen, was wir regelmäßig tun, ist das meistens so, dass wir die Leute persönlich ansprechen, weil wir sie über Kontakte kennengelernt haben und da ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist. Das heißt, wir haben keine offenen Pläne oder offenen Arbeitsgruppen, wo man mitmachen kann. Das Schöne ist aber, dass es in Münster ganz viele Gruppen gibt, die das tun. Das ist eine Seebrücke, das ist ein Bündnis gegen Abschiebungen, das sind die Fixe von der interventionistischen Linken, das sind feministische Gruppen, queer-feministische Gruppen und da laden wir alle gerne dazu ein, sich da zu informieren oder vielleicht mal in der Leo vorbeizuschauen, im Kneipenkollektiv und da anzufangen. Und was unsere Projekte angeht, wir haben wenig konkrete Projekte, sondern wir machen eigentlich kontinuierlich das, was wir seit Jahren tun. Wir decken Machenschaften der extremen Rechten auf, nehmen in die Räume, machen immer wieder kontinuierlich Bildungsarbeit, Bildungsveranstaltungen, Kulturarbeit und das ist so ein fortlaufender Prozess. Also wir haben wenig, wo wir jetzt sagen, das ist das eine Ding, was wir machen, sondern wir sehen unsere Arbeit als Prozess.